Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute mal wieder ein abgefahrenes Indie-Game, ein Local-Multiplayer-Game. Die sind ja wieder schwer im Kommen und da gab es neulich so einen richtig coolen Trailer von. Da habe ich direkt mal die Entwickler angeschrieben und auch sofort eine Early-Copy, ein Early-Bild bekommen. Und bei mir ist wieder der Dirk und der Patrick. Hallo. Servus. Meine zwei Retro-Experten. Und ihr seht das schon hier, das ist sehr retro und sehr geil, denn das ist ein Multiplayer-Dungeon-Crawler. Zwei oder bis zu vier Spieler, ja, ein Großteil der Spieler, einer ist immer der Held, der Rest ist die Monster oder der Dungeon, also die Fallen im Dungeon. Und wer den Held tötet, im Endeffekt, ist dann der Held wieder. Es geht darum, Level 10 zu erreichen, die Levels sind zufallsgeneriert und dann den Boss zu besiegen. Und es ist ziemlich intensiv, also wir werden jetzt einfach nur eine Runde spielen, es wird so, keine Ahnung, 20 Minuten, 30 Minuten dauern und richtig geil sein. Hat er Bock. Ist großartig, ist auch ein Spiel für Brettspielfans, so im Sinne von Hero Quest oder Descent oder so, wer es kennt. Mhm. Im Grunde genommen gibt's immer gleichzeitig, also wir sind jetzt. Jetzt müssen wir übrigens erstmal wieder unsere Namen eingeben. Ist gut, dass mein Name hier noch gespeichert ist. Warum? Ist Start, die Starttaste drücken. Ich versuche es. Ah ja, jetzt bin ich. Ja, ist an. Ist Patrick, du musst auch nochmal. Warte mal. Ich bin das. Ich bin Player 2 jetzt. Warum? Ich möchte aber nicht rot sein. Augenblick mal. Warum funktioniert das bei mir nicht? Ich habe keine Ahnung. Das ist doch blöd. Patrick, geh nochmal raus. Wie gehe ich raus? Mit B. So, Dirk, ich drück nochmal. Na ja, wenn ich Start Game. Start? Nö, geht nicht. Ah, jetzt aber. Aha! Aha, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Also jetzt müssen wir unseren Namen aussuchen. Und da kannst du auch halt so richtig schön arcade-mäßig drei Buchstaben Namen, ja? Und dann muss man sich eine Gottheit aussuchen. Denn wie gesagt, man spielt die Monster. Übrigens, Gabe Newell ist auch eine Gottheit, richtig total gut. Das ist extrem wichtig. Den hier haben wir beim letzten Mal durchspielen freigeschaltet. Ist eine neue Gottheit. Und ja, das Monster da ist auch neu. Aus, oder? Ich bin ganz gut mit Gabe gefahren, muss ich sagen. Ich probiere mal Murkant. Gabe Newell. Die Gottheit hat auch direkt ein neues Monster mitgebracht, oder? Also ich bete Murkant an. Und man hat dann so drei Startmonster, die nicht Heldenspieler, die leveln ihre Monster auf und entwickeln die, deswegen dann neue Monster. Also je stärker die Helden werden, desto stärker werden im Endeffekt auch die Monster. Ja, werdet ihr dann sehen, ist ganz spannend. Ein bisschen Pokémon-mäßig. Ja, doch schon. Sehr diverse Auswahl, Gabe Newell, irgendein Wolf und irgendein. So, wer ist der Held? Patrick. Ich bin Patrick, der Held. Genau. Der Rest ist hier so Geister und Patrick, mach mal ein paar Angriffe auf irgendwelche Stühle und so. Genau, man sieht es unten, blau und rot sind halt die blauen und roten Monster, ist halt Simon und Dirk. Ich verklopp jetzt mal. Wir sind im Moment völlig machtlos. Wir sind scharf auf Patricks menschliche Hülle. Aber wir betteln auch so ein bisschen untereinander, denn wir beide wollen jeweils derjenige sein, der Patrick umbringt. Das heißt, wir lassen den anderen runterkloppen und warten auf den richtigen Moment vielleicht oder so, ja, um halt dann selber der Spieler zu werden, weil nur so kann man gewinnen. Spannend ist, ihr werdet dann sehen, in den nächsten Räumen gibt's Pentagramme, darauf können wir halt Monster spawnen, beziehungsweise zufällig selber zum Monster werden. Da wird dann zufällig eins von den drei Monstern generiert, was man hat. Es gibt aber auch Fallen, die wir besetzen können quasi und dann bedienen wir halt die Fallen. Ja. Ich bin blau übrigens nochmal und Dirk ist rot. Patrick ist grün. Kann halt nur laufen und normalen Angriff machen. Man hat auf der B-Taste immer so einen zweiten Angriff. Genau. Das ist jetzt bei der Standardwaffe am Anfang halt so ein Dodge, so ein kleiner. Ja, aber lass mal anfangen, sonst sind wir zu lange im Start. Ich habe auch jetzt schon wieder Bock, da geht's los mit den Fallen. Ja, jetzt seht ihr das direkt, ich bin hier oben eine Falle. Ich bin hier unten einfach direkt raus, weil darauf habe ich keine Lust. Und jetzt kommen wir Monster spawnen und jetzt geht's direkt los. Jetzt kann ich auch nicht abhauen, weil jetzt sind die Türen zu. Kann eine Bärenfalle legen, genau. Die Monster haben halt auch immer zwei verschiedene Angriffe. Die Bärenfalle, er ist reingelaufen, jawohl. Oh, ich dieser blöde so Jahr nochmal! So eine Wolfsratte, Wolf. Dieser dumme Kobold kann nichts außer halt hier mit dieser geilen Bärenfalle richtig Schaden machen. Ich blute übrigens. Der Wolf kann nicht anspringen, ja? Er hat einen richtig geilen Pixelstil. Und es wird sehr krass intensiv. Das ist Erfahrung, die will man sammeln. Man will nämlich möglichst schnell leveln. Level 2 erreicht. Aber hier hat das jetzt natürlich nicht so leicht. Wenn ich auflevel, kriegt ihr natürlich auch Punkte, um eure Monster zu entwickeln. Genau. Scheiße. Und sobald jemand Level 10 erreicht hat, kann man pro Ebene einmal den Boss herausfordern. Boah, Todesstrahl! Todesstrahl, los! Ich hab ihn einge... Los, tu es! Nee, nicht gestunt! Oh Gott! Tu es! Ich tu es! Ich tu es! Ich will es tun! Nein! Wer hat es getan?
Ja! Dirk hat's getan! Endlich Geld erlangt! Scheiße! Und er kann auch die Erfahrung sammeln noch. Nein! So, ich habe jetzt Ektoplasma, weil ich jetzt wieder ein Geist geworden bin. Genau. Das kann ich abschmeißen. Wenn man darf Dirk jetzt gegen das Ektoplasma genau, von mir kämpfen. Wenn man stirbt, kann man, kriegt man Ektoplasma-Punkte. Die kann man dann, da kann man einfach so diese Monster spawnen. Die kann man nicht selber diese kontrollieren. Flipper-Blocks, aber die haben einen ganz wichtigen taktischen Nutzen, weil wenn man die spawnt, dann blockieren die Tür. So wie jetzt. Aber das bringt ihm eigentlich nichts. Also in einem Raum mit Fallen, ja, könnten wir die Türen blockieren und könnten dann beide auf Dirk einballern. Während er hier die Ektoplasma ist. Das Problem abknallt. Ist, dass die halt eben auch einfach nur aufhalten. Genau. Die geben keine Erfahrung. Und. Oh nein, zum Glibberwurm. Der kann auch nur Laser schießen, das Drecksding. Ach Mann. Komm schon, nein! Oh shit. Ich muss noch einen von euch wenigstens platt kriegen. Scheiße! Jawohl! Das war's. Nein, Level 3, Mist. Level 3, da ist eine Falle. Ah, du bist die Falle. Ah, wow. Speere. Komm, Dirk. Ich will da. Tschüss. Mist. Spannend ist als Held noch, man verdient auch Geld. Das findet man in Truhen oder es gibt Statuen, bei denen man beten kann. Und da wird man dann... Falle, Falle! Ach, der Startraum. Wo geht's denn hier? Ach, da unten. Ah, nein. Los, tu es! Nein! Ja! Nein. Ja! Nein! So knapp. Genau, Das hier ist der Raum, an dem man am Schluss dann ein Portal öffnen und zum Endgegner gehen kann. Och, wer macht denn hier so ein scheiß Ektoplasma? Tötet ihn! Los! Nein. Ja! Du bist es, Simon. So voll hinterrücks. Sehr gut. So, jetzt muss ich jetzt hier schnell die Mobs kloppen. Der ganz kleine Augendämon hier, der kann doch gar nicht diesen Todesstrahlen, das ist ein bisschen schade. Ja, die kleinen Monsterentwicklungen sind halt echt auch... Die sind ziemlich schwach noch. Der Held kann am Anfang nicht viel und Level die Monster 3, kann noch viel weniger. Also man muss echt leveln. Die Ektoplasmas geben halt auch keine Erfahrung, die sind wirklich nur zum Aufhalten und Türen schließen da und zum Ärgern. Ja, oder wenn der Held eben mit seiner Lebensenergie sehr weit unten ist. Dann kann man das zumindest in den ersten Leveln auch schon mal ausprobieren. Patrick ist so schlau und hebt sich sein Ektoplasma. Hier ist ein Laden übrigens. Du hast natürlich die Schatzkiste vergessen, die direkt vor der Tür steht. Ja. Wo Gold drin ist. Ja. Er will seine Ektoplasmas aufheben, mich hier. Aber ich habe nicht genug Kohle. Ist ja nichts in dem Raum. Nein, ist ja die hebe ich auf für den nächsten Raum. Das wäre schlau, ja. Ah, hier ist jetzt so ein Typ, wo man beten kann. Hier ist halt nichts. Hier ist halt keine Pentagramme, keine Fallen. Ja. Eben. Und jetzt geht's weiter auf die nächste Ebene. Nö! Okay, ach, du benutzt erstmal dein Gold. Ah, ihr Nups. Natürlich. Ich hätte mir das aufgehoben, weil es auf der nächsten Ebene auch bessere Waffen und Zaubersprüche gibt. Okay, jetzt Zaubersprüche. Das übrigens ersetzt, also es gibt nur zwei Buttons, ja, und bewegen. Ersetzt halt den B-Button. Floating Rune. Ist aber auch für ein klassisches Arcade-Game oder sowas auch komplett richtig. Ja. Ein Steuerkreuz, zwei Buttons. Monsterherz. Genau, es gibt drei verschiedene Item-Kategorien. Das hier ist eben die Waffe. Ich schweb mal mit meinem roten Geist darüber. Ich schweb hinterher. Das hier sind dann die... Okay. Was machst du denn da? Ich hab meinen Privat-Laser. Das sind dann die Sachen für den B-Button und die dritte Kategorie sind halt quasi permanente Buffs. Krass, ich hab einen privaten Laser. Das finde ich unfair. Weil das hier liegt. Ja, und ich kann den steuern auch mehr oder weniger. So, nach jedem Floor kriegen wir jetzt, also wenn man gegen Helden gekämpft hat und die aufgelevelt haben, kriegen halt diejenigen eben solche Vitae-Points. Ich habe jetzt nicht so viele. Aber dann kann man eben die Monster entwickeln. So, ich mache jetzt hier aus der Stimme. Spinne, könnte ich jetzt eine alte Oma machen oder direkt bei dem Wolf, bessere Spinne. Ach, der Wolf kann auch zur Oma oder zur Spinne werden. Und die Oma war cool, ich will die auch haben. Ich entwickle jetzt erstmal meine Kaulquappe zu einem Fisch. Der kann zwar gar nichts, aber der Junge danach ist ziemlich gut. Das Skelett kann ich noch und jetzt zum Skelett Bogenschützen machen. Genau, mache ich aus meinem Fisch. Oh nein, nicht den alten Mann. Fisch. So einen alten Mann mache ich jetzt. Das eine ist irgendwie so Feuerschaden, das andere Eisschaden. Ich finde den Eisopper besser. Der ist nerviger. Der stunt halt auch immer schön mit Verlangsamung. Und danach kommen Cthulhus. Und jetzt geht's weiter. Die den Mantel öffnen und Mind zeigen, Flayer. Was es so Schönes gibt. Ey, falsch. Ich glaube, du kannst die Spinne noch. Nein. Ja, ich will auch raus. Die Spinne kannst du aber noch. Ja, die Spinne. Oma. Die alte Oma ist super, die verwandelt den Held in Frosch. Kannst die Leute in Frösche verwandeln, los. Das ist perfekt, die Hexe halt. Pokémon Oma. Auf geht's. Nächstes. Und das ist auch übrigens neu. Also die Dungeon-Level sind auch immer zufällig benannt.
geil. Erstmal direkt zwei Schatztruhen for free, jawohl. Baby. Nimm nicht den Schatz. Ich nehme den verfluchten Schatz. Wir wollen deinen Körper. Ja, Monster okay. Action. Oma. Na, ich bin dieses fliegende Auge. Das ist Maskottchen eines jeden Augenoptikers. Oh Gott, ich will die XP. Scheiße, ja! Ich hab die XP noch. Wer ist es? Perfekt. Mehr oder weniger noch. Wer ist? Ich bin's nicht. I am Leck the hero. Du kriegst jetzt zumindest nochmal Ektoplasma-Ärger. Ja, ich merk's. Einen hebe ich mir aber auf. Oh Mann, einen hebe ich mir sowas von auf. Ein Ektoplasma? Ja. Wenn ja, jetzt das gleich ist die schlauste Taktik. Der miese Fallenraum kommt dann zum Beispiel hier. Das ist ja, okay. Da. Ach Gott, das ist nur eine Falle. Ja, ist egal. Ich habe kein Ektoplasma, um ihn zu halten. Ich auch nicht. Ich ärgere ihn nur einfach so. Er muss die Kristalle muss man immer zerstören, wenn die in so einem Raum stehen. Genau. Ja, oh nein, das ist eine Monsterstatue gewesen. Da ist man dann instant das Monster. Und das sind meistens auch Monster von höheren Levels, ja, die man halt noch nicht hat von der Evolution. Ja, der Dirk könnte jetzt hier richtig auf den Sack kriegen. Ja, wenn der Patrick aber nicht so schlecht spielen will. Ja, Experience! Free XP! Damn it, Patrick! Ich hab leider kein Gold für einen Händler. Ja, der Dirk ist auch einfach zu gut. Da war ein Truhen! Kiste! Nein! Kill it! Scheiß auf Kill it! Du wirst ein Frosch! Nein! Nein, ich. Oh. Ja! Wer war's? Patrick war's. Oder? Ja, ich. Ja, scheiße, ich war's. Es war geht Patrick! Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg! Jetzt muss ich euch ein Messer. Ach oh Gott, Junge. Fuck! Hier ist der Skelettbogenschütze! Ich mach alles voll mit dem Scheiß! Mach die Spinnweben weg! Nein! Scheiße! Oma! Ich. Jetzt hab ich dich! Ah, ich bin gestunt wegen den Scheiß. Ja, scheiße, jetzt bin ich tot. Gott, verdammt. Los, wer zum Frosch? Komm! Wie viel Leben hat Patrick noch? Ich seh's nicht. Auch nicht so jawohl, viel. Jawohl! Ja, los, ja, Feuer! Ich hab die zwei Dinger gezündet. Ich hab beide gezündet. Scheiße daneben. Oh, die Mist. Die Attacke von der Oma ist nicht so gut. Nee, aber der Frosch ist gut. Ja, der Frosch. Wenn du den hast und den Gegner noch runterkloppen kannst, dann. Ja, Frösche sind. Ich hab jetzt natürlich meine zwei Dinger verschwendet hier. Ja, ja, ich meine noch auf. Okay, ich hab noch gute Energie. Und jetzt kann der Patrick sich die Kohle holen. Verdammt. Scheiße. Und dann direkt zum Händler. Fuck! Ja, der Händler. Ah, ich sehe sogar, wo der Händler ist. Man kriegt ja immer angezeigt, welche Räume wo sind. Boah, guck dir all das Geld an. Es ist nur so eine einzelne Goldstücke. Ah, ja, das ist ein irgendwas kaufen. Wo ist denn die Buddha-Statue, wo ich beten darf? Die kommt wahrscheinlich noch. Die war, glaube ich, unten. Kannst ja, du alles leisten. Durchgestrichen. Ich kann mir nichts leisten. Zu teuer. Ja, ja, das freut euch, ne? Ja. Ungemein. Ungemein. Ihr seid das gemein. Ist ein tolles so Local Coop Spiel. Der nächste Raum will ich gar nicht rein, da sind nämlich nur Fallen wieder und wieder raus. Nein. Oh. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Raus. Tschüss. Oh, nein. Fuck, da war ja, du hast die Dinger nicht gezündet. Doch, hab ich. Hast du? Ja. Wie hat das so schnell geschafft? Ich hab's in die falsche Richtung gefeuert, glaube ich. Hä? Ich rede von deinem. Von deinem Ektoplasma. Nee, hat er nicht gemacht. Du Depp, ja, hast du nicht. So, jetzt nächste Stufe Beholder. Das habe ich auch schon keine. Ja, ich möchte den auf jeden Fall weiter leveln, weil der den richtig klassischen jawohl, Beholder kriegt. Ich kann kriegt den dicken Magier jetzt. Finale Stufe. Als nächstes der Drache. Auf den spare ich. Den haben wir nämlich in unserem ersten Durchgang noch nicht gesehen. Ja, mach das mal. Und den möchte ich sehen, weil das ist auch für mich Beholder. Als alter Rollenspiel-Nerd ist so ein Beholder natürlich unglaublich cool. Oh, oh. Da ist direkt die Statue, ja! Nein! Geld! Oh, so viel! Geld. An dieser Statue kriegt man, je nachdem wie viel Schaden man halt einem gegnerischen Helden gemacht hat, kriegt man dann Geld dafür. Und das ist halt eigentlich. Oh. Gott verdammt, Patrick! Hör auf, die ganze Kiste zu hauen! Das ist mein Hass auf Ikea, den muss ich hier auslassen. Oh nein, was ist das für ein Raum? Oh, da! Zünd die Dinger! Du hast sie nicht gezündet. Jetzt, ja, nee. Oh, Sackgasse. Moment, aber Gold. Halt ihn auf! Dämliches Skelett! Ach. Das Skelett ist so kacke zu bedienen. Das Schießen ist ein bisschen schwierig. Nein! Fuck. Jetzt Level 5 schon. Schön, der Pfeil ist so verzögert. Die ganzen Jungs hier auch bluten. Zündet! Zünde deine Dinger, deine Blobs zu spät, es war ein Fallenraum. Ja, zünde sie jetzt, zünde ein! Ah. Wow! Ja, genau so! Absolut! So läuft's! Jawohl, volle Kanne! Zack! Voll rein! Jawohl, nochmal! Einmal noch! Ja! Oh, du hast ja. Der Ektoplasma hat mich getötet, der Rote. Und er kriegt die Erfahrung von mir, ja. Fuck Dirk! Oh nein, zu spät. Aber er kannst hat du kein Geld. Ich hab alles noch keine komm Kohle. Komm zurück. Kein Stück Geld. Nein, davon. Nein! Komm, drauf! Ja, Patrick!
Du hast doch die Falle. Ich scheiße, ich hab daneben geschossen. Schön da rein, schön auf. Ja, ich wollte noch rein. Und raus. Jetzt aber. Und raus. Jetzt aber. Nee, jetzt nichts raus. Was? Ach so, da ist noch... Oh, scheiße, in so einem super vollen Fallenraum. Ihr könnt mich mal. Man kann auch aus den Fallen immer wieder schön raus mit dem B-Button. Mal, wie viele Türen es hier gibt. Ah. Oh, jawohl, das ist voll die Schatzkammer. Jetzt ist der Geld. Fünf Geld, sieben. Der muss aber wieder durch den Fallenraum. Ja. Habt ihr noch Ecto? Nee. Hm, vielleicht ja schon. Nee. No, du weißt es nur nicht. Oh, Alright. Hi. Jawohl. Jetzt pumpe ich mich auf. Jetzt könnt ihr mich. Ab zum Händler. Feuer. Oh. Ab zum Händler. Geht nichts mehr. Ach, ja, es ist... Ja, ein bisschen... Nein. Jawohl. Aber noch einer. Okay, einmal noch hier mitgenommen. Scheiße, Mann. Eine Bade. Jetzt kann der sich die dickste Waffe hier kaufen. Du hast da so eine Armbrüste da hinten, oder? Morgenstern und eine Armbrust, das ist das, was du hattest, ne? Ist das hinten eine Armbrust? Ja, ja, Crossbow. Fires powerful bolt. Takes time to reload. Ah, ja. Das ist ein Knüppel. Aber der starre Knüppel ist noch großartig. Beam, ah ja, hier ist wieder das, der Berserker, der ist großartig. Das ist das beste Ding. Dann kann ich mir allerdings nicht die helle Bade leisten. Die ist schon gut, die hatte ich auch. Die war gut. Ich glaube, ich nehme dann lieber hier den Knüppel und den Berserker. Und dann nehme ich noch die More Damage. So. Und bist langsamer. Ja. Na gut. Und jetzt zeige ich euch mal, was abgeht. Jetzt kann ich nämlich in Berserker-Modus gehen. Falsch. Und mit dem mache ich viel mehr Schaden. Allerdings nehme ich auch umgekehrt mehr Schaden. Aber ihr seht, die Viecher verknüppel ich recht schnell hier. Ja. Der Berserker-Modus ist, ist ziemlich sehr stark, hart. Ja. Ziemlich overpowered. Wow. No. Scheiße. No. No Statue. Warum? Was geht denn hier ab? Das ist mega unfair. Ich habe ja gar kein Geld. Ja. Ich habe ja keinen Helden getötet. So rum. Ach so, ja. Deshalb bringt mir die Statue nichts. Fuck. Wieso hast du jetzt dein Ektoplasma gezündet? Keine Ahnung, weil ich mich geärgert habe. Aus Wut. Soll ich hier? Ich mach mal hier. Hier ist nämlich nichts außer Gas. Nichts außer Fallen. Feuer! Was für ein Arschraum. Nein! Wieso kann ich nicht? Patrick, mach es! Ich kann nur einen Pfeil irgendwie über. Oh. Ah, aber der hat mir nichts gezündet. Oh. Wo geht's denn weiter? Das ist voll das Labyrinth hier. Ah! Man kriegt ja immer mit den Fragezeichen angezeigt, wo noch Räume sind, die. Nein! Oh! Ja, das war hier Taktik. Mist! Ah, da ist noch, da war ich noch nicht. Nein, da willst du nicht hin. Doch, da möchte ich sehr gerne. Ja, hier willst du rein. What? Da lag ein Schwert auf dem Boden. Oh! Was kann ich denn hier für Dinger schießen? Ja, das ist der fiese... Nein! der Hexenmeister. Ich war's! Großartig! Oh. Ich war's, ich bin Level 4. Boah, dieser Instant-Laser, der ist gemein. Ja. Dieser helfende Laser. Boah, Leute, ey, das war ja... It's intense. It's sehr intense. Dieses Spiel. Los, weiter mit dir. Ich will meinen Beholder kriegen endlich. Ja. Wir nehmen uns jetzt hier Zeit. Ich habe genug Kohle, um mir auch meine Waffe zu kaufen. Ja. Oder den Börser. Ach, du läufst jetzt zurück. Ja, ich will mir Kohle. Die Sachen sind doch schon verkauft. Oh. Hier gibt's aber noch... Ach stimmt, den Berserk-Mode kannst du ja jetzt gar nicht mehr kaufen. Der ist ja weg. Ah, ich hab den hab ich ja schon gekauft. Und kannst du die helle Bade kaufen. Hast genau, die Sachen gibt's nämlich pro Store auf dem Floor immer nur einmal auch. Das heißt, helle Bade ist 60 wenn gewesen. Ich was kaufe, scheiße. Hallo. Ach, jetzt. Deathbeam, komm schon! Komm schon! Nein, nix da! Nein, oh, dammit. Es gibt gar nichts für dich. Nichts! Oh, ich habe aus Versehen sogar noch ein Ektoplasma gezündet. Was ein Quatsch. Das war ziemlich blöd, ja. Oh, dieser blöde rumschwebende Laser von dir, der ist voll ätzend. Der finde ich auch schlimm. Gibt's vielleicht kann Falle, ich ja mal an so eine Statue gehen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ja, aber nicht, wenn wir vorher... Ja, Gif! 50! Ich kann mir den Hellbaden kaufen, leck mich. Oh ja. So sieht's aus. Ist hier noch eine Statue gewesen? Nee, hier gibt's mehr. Da sind aber Truhen! Simon zieht. Ist noch eine. So, jetzt kaufe ich mir den Hellebaden. So, Dirk, nächster Raum, Ektoplasma. Ja, rein, Dirk, Zack. Rein, sehr gut. Und jetzt fallen. Nein! Oh, shit. Verflucht. Oh. Ja, erwischt. Egal. Jedes bisschen hilft. Ja. Bam! So. Jetzt geht das ab hier.
Mit der Hellebarde hast du jetzt eine höhere Reichweite oder was? Ja, und die wirft auch. Also mit der kann man werfen. Ach, die kann man werfen? Ja. Ist ja fies. Also der letzte Angriff von der Hellebarde. Wow. Ach, wieso verwassel ich das immer? Oma! Möchte dir ein Küsschen geben! Nein! Sehr gut! Fu! Ja! Oma, geh drauf! Hast du nicht gelernt, wie man mit alten Menschen in dieser Gesellschaft umgeht? Frechheit. Ja, so ungefähr, mit dem Speer. Der Floor hier ist voll groß. Ja. Oh, oh, oh. Ist aber auch voll schön. Oh, Crap, ja. Mann! Das muss doch nicht sein! Komm schon! Erstmal schön gefreezed. Ich muss den Eis-Opa erstmal, Control geht gar nicht hier. Weg mit allen! Und noch, ach gib mir Oma Erfahrung, Level 7, jawohl! Töte die Oma. Also, ich hab nichts gegen Omas, ja. Gegen alte Hexen. Da hast du selber eine wahrscheinlich. Ja, jeder. Todesstrahl, jawohl! Ja, der hat ihm nicht so viel gebracht. Nee. Aber der ist. Ach, Baby! Man merkt es absolut, dass du die neue Waffe hast. Ja, ja, die ist stark, auf jeden Fall. Oh, ich zieh euch so ab. Ja, warte mal ab, mit dem Endboss machen wir dich noch fertig. Ja, ja. Der Endboss kann von mehreren Spielern gleichzeitig kontrolliert werden. Das ist richtig cool. Der Endgegner ist richtig, richtig spannend. Hier schon irgendwer drin, ja. Dieser Floor ist ganz schön groß. Der ist ziemlich groß, der Floor, ja. Ist auch nicht so linear, wie die alten jetzt waren. Also die davor, ne? Die waren eher so, man ging immer durch. Ja. Aber hier gibt's halt diesen einen Raum mit 5 Türen. Mhm. Da verläuft man sich schon mal. Ja! Nö! Nein. Ja! Nee, das machst wieder du. Ach, Mann. Nö! Oma. Ach, den Frosch, Oma! Nein! Nix da, Frosch! Frosch ist aber, zieht aber Level auch keine Energie ab. Knapp. Ja. Nee, aber ja wenn du in Kombination mit anderen Sachen, geht der Frosch schon gut. Gib mir 60! 55! Ach, 72! Dann kann ich da was Gutes machen. Mir fehlen noch die für den Beholder. Oh, 60 brauche das hier ich. Ist neu, das Vieh. Das haben wir neu gekriegt. Machen wir jetzt erstmal die anderen ein bisschen größer, damit die Wahrscheinlichkeit ist. Noch weiter auf. Hier, der Magier ist auch ziemlich geil. Ah ja, der wird dann auch wieder zum Chaoskrieger. So, und hier nehmen wir. Du willst ja den Beholder machen, oder nicht? Ja. Mach ich dann auf dem nächsten Floor. Dann sollte ich mir den leisten können, hoffentlich. Aber ich wollte halt die Punkte nicht komplett verschwendet lassen jetzt. Mhm. Ach, ich kann den Drache? Oh. Ja, super, direkt aus dem Magier noch den Drache gemacht. Das ist dann auch die höchste Entwicklung. Ja. Der ist auch ziemlich hart, der Drache. Das ist dann praktisch das Plurak. Ja, ich wollte gerade sagen, der Turtok unter den Chigis. Aber du hast Pokémon Rot gespielt, das merkt man schon. Das spukt, das spukt. Komm an, komm her, Mikro. Ach, natürlich den kleinsten von allen. Ich auch. Nutz die alternative Attacke, nutz den Todesstrahl. Level 9, Baby. Oh, God damn it. Alter Oma. Nee, das ist der Opa. Laser, Power. Es muss natürlich... Ich will die Erfahrung haben. Cooldown kommt wieder. Level 10, schon. Scheiße, Mann. Du musst jetzt sterben. Ich weiß ja jetzt auch, wie man den Boss macht. Du musst jetzt sterben. Ja, nein! Das Portal! Direkt neben dem Portal. Jetzt musst du gegen Kurok kämpfen. Boss-Time! Jetzt können wir erstmal gar nichts machen, ja. Oh, so gut! Scheiße. Los geht's! Und jetzt... Aber jetzt kommt Kurok! Erstmal kommt Ektoplasma! So, die können jetzt die Arme oder den Kopf kontrollieren von dem Vieh. So. Ja, wer hat denn hier Ektoplasma? Im linken Arm. Ja, grünes Ektoplasma. Bin hier im links. Im Kopf. Bin jetzt im linken Arm. Das hat halt die Attacken immer so ein bisschen Cooldown. Ich mache jetzt hier so Seifenblasen. Die ihn halt einfach, wenn er reinläuft, erst einmal stunnen. Ja, und wir müssen uns ein bisschen... schießen kann. Der zieht nämlich sehr viel Schaden ab. Das oh nein! Oh, oh, aber fuck. Du hast nicht mehr... Nochmal! Scheiße. Fuck! Und Simon muss eben diese lustigen, großen, lila Dinger auf uns drauf schießen. Man kann halt noch in den rechten Arm... Wenn er in den Mund schießt... Ja, genau, so wie jetzt! Wenn er in den Mund schießt, sind wir im Moment gestunt und er kann halt sehr viel Schaden machen. Ich glaube, ich bin im Arsch, ich bin noch nicht gut genug. Ja, also man kann ab Level 10, aber jetzt! In Mund! Nein! Ja, ja, ja! Man Gott. Kann ab Level 10, aber Alter, es ist einfacher, komm schon, tu es! Nein! Crap! Fuck! Fuck, crap, fuck! Nein, nein! Ja, nein! In Mund! Nein! Oh mein Gott! Early win! I'm the best forever! I win, you lose!
Jetzt gibt's erstmal Sushi, hä? Boah, wie gut. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich gewinne, ja. Nee. Aber knapp, ziemlich gut. Es kann am Ende schnell gehen. Das ist aber hart, hart spannend und nervenaufreibend. Jetzt gucken wir mal, was wir jetzt freigeschaltet haben. Jetzt glitscht das wieder aus. Es gibt ein Flame Trap, eine neue Falle oder so. Das auch. Und eine neue Piratenskelett. Also man schaltet auch noch Sachen frei durchs Durchspielen. Das ist eigentlich ganz lustig. Das Piratenskelett. Großartiges Schön. Spiel. Ist, wie gesagt, noch eine sehr early Version. Also wenn ihr hier Fehler gesehen habt, ich jetzt nicht, ich weiß nicht, dann solltet ihr die verzeihen. Wenn das rauskommt, glaube ich, kann das eine ganz große Sache werden. Also hat auf jeden Fall mehr Coverage verdient. Ich danke meinen zwei Gästen und euch fürs Einschalten auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, Like-Button verprügeln und Kanal abonnieren und so für mehr coole Indie-Games. Da seid ihr auf jeden Fall richtig. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.